Ihr kennt das sicherlich selbst. Du hast vielleicht eine Handvoll Düfte zu Hause, 10 Düfte, 20, 50 oder vielleicht sogar 100. Und dennoch trägst du eigentlich immer die gleichen. Oder besonders oft immer die gleichen. Manche trägst du vielleicht ab und zu und manche trägst du gar nicht, beziehungsweise so gut wie gar nicht. Ich habe solche Düfte natürlich auch in der Sammlung. Und es geht nicht darum, dass die Düfte schlecht sind oder schlecht riechen, sondern. Ja, sie passen einfach nicht mehr zu meinem Geschmack. Geschmäcker ändern sich ja auch. Oder mir fehlen die passenden Anlässe für die jeweiligen Parfums. Ich möchte dir heute 10, nein, beziehungsweise 11 Düfte vorstellen. 10 steht nur im Titel, weil es sich besser anhört. Ich möchte dir heute 11 Düfte vorstellen, die ich gar nicht mehr trage, beziehungsweise schon ewig nicht mehr getragen habe. Und damit herzlich willkommen im Duftrausch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Starten möchte ich mit einem Parfum, das ich mal sehr, sehr gut fand, aber irgendwie so gut wie nie trage oder auch getragen habe. Ich weiß nicht warum. Man sieht es am Füllstand, der Mr. Burberry. Den fand ich eigentlich ganz gut. Er hat mir auch gefallen und er riecht auch nicht schlecht, aber irgendwie. Ja, er riecht so zitrisch. Grün, leicht holzig, eigentlich ein ganz gefälliger Duft, den man auch relativ günstig kriegt, aber irgendwie, ja, habe ich zu viele Alternativen in diese grünlich-zitrische Richtung, so ein Draufsprühen, nicht nachdenken und gut riechen, so dass der, ja, eigentlich gar nicht mehr zum Einsatz kam und den ich locker schon 1, 2 Jahre nicht mehr getragen habe. Mr. Burberry von Burberry. Bei dem nächsten ist das Problem, dass mir die Einsatzzwecke fehlen. Erstens und zweitens, dass mir diese Duft-DNA bzw. diese Duftrichtung nicht so ganz zusagt. Es ist nämlich ein sehr fruchtiger Duft, auch ein Oud-Duft. Die Rede ist von Swiss Arabian Darwa. Sieht aus wie so eine Handgranate und ist auch echt übelst schwer. Also, wenn du das jemand an den Kopf schmeißt, dann ja, stirbt er. Also, wenn eine Frau den in der Handtasche mitträgt, die kann damit einen K.O. schlagen. Also, richtig hartes Teil. Swiss Arabian Darwa. Ich blende auch hier immer die Noten ein. Irgendwo hier unten wirst du das jetzt finden. Und der riecht eigentlich gut und eigentlich nicht schlecht. Und ich mag teilweise auch, oder ich mag Oud-Düfte und ich mag ja auch so arabische Düfte, orientalische Düfte. Aber der hier ist mir irgendwie, es riecht leicht holzig, man riecht auch so ein bisschen dieses Oud, synthetische Oud, aber es riecht eigentlich gar nicht schlecht. Dennoch trage ich ihn nicht oder ja, habe ich ihn eigentlich nie so wirklich getragen. Es war damals ein Blind Buy, den habe ich locker schon 3, 4 Jahre. Es geht um diese Fruchtnote. Und ähnlich wie bei diesem Oud Mazing von Montal, den habe ich ja auch schon mal vorgestellt, den trage ich auch gar nicht, weil diese komische, fruchtkorbmäßige, süße, diese fruchtige Noten mir einfach zu viel ist, zu punchy ist, zu, weiß ich nicht, ich finde es einfach störend. Das sind so Kopfweh-Düfte für mich und deswegen kann ich die nicht tragen. Aber den kriegst du auch relativ günstig, beziehungsweise vor ein paar Jahren war das sehr günstig. Wenn du auf Oud-Düfte stehst, so vielleicht was in die Richtung von Montal, sage ich mal, mit so einem Fruchtkorb, dann könnte Swiss Arabian Darwa etwas für dich sein. Machen wir mit dem nächsten Swiss Arabian weiter und zwar Swiss Arabian Oud Abiad. Das ist der Bruder vom Chagaf Oud, beziehungsweise gehört eben zur gleichen Linie, nur dass der Flakon golden ist beim Chagaf Oud und hier weiß ist. Ich sehe hier den Füllstand, der ist eigentlich bis fast oben hin gefüllt, weil ich den auch nur am Anfang, wo ich ihn gekauft habe, vielleicht 4, 5 Mal getragen habe. Und er riecht gut. Er riecht echt gut. Das ist nämlich ein Dupe, ein Duftzwilling von Amouage Interlude Man. Und das Ding ist, der riecht gut. Der riecht auch echt, wenn du ihn ein bisschen trocknen lässt, relativ hochwertig. Und in der Luft ist der wirklich sehr, sehr nah am Original, an dem Amouage. Aber dieses rein rauchige, irgendwie ist mir das zu
medizinisch eindimensional, sage ich mal. Also mir fehlen auch so ein bisschen die Anlässe, wann möchte ich nur rein nach Rauch riechen, ohne viel Frequenzen dazwischen oder ohne viel Vielschichtigkeit, sage ich mal. So eindimensional rauche ich sogar vielleicht ein bisschen süß, aber ja, es ist schon sehr ein eigenständiger Duft und ein sehr linearer, eintöniger Duft. Und daher weiß ich nicht, hat mir irgendwie damals so nicht zugesagt, beziehungsweise ich habe keine Anwendung dafür gefunden. Aber ein guter, günstiger Cheapie mit einer relativ qualitativ hochwertigen Duft-DNA. Swiss Arabian Oud Abiad. Jacques Bogart ist ja auch so ein Klassiker und ich habe den Jacques Bogart One-Man-Show Gold. Das ist eine Eau de Toilette-Konzentration, aber das ist ein mega starker Duft. Der hat eine Sillage, du kannst Räume damit fluten, beziehungsweise Sporthallen damit fluten. Weiß nicht, ob ich ihn spüren soll. Er riecht auf jeden Fall, er riecht nicht schlecht, wirklich. Und wer auf Barbershop-Düfte steht und auf Oldschool-Düfte, wo so richtig Gas geben, so richtig nach vorne preschen, du hast hier was Blumiges drin, was Holziges, leicht auch so irgendwie so aquatische Noten. Also es ist so ein typischer Fougère-Duft, aber einer von der alten Sorte. Ich spüre den jetzt nicht, weil sonst kriege ich den Krug erstmal hier ein paar Tage nicht mehr raus. Und da fehlt mir, mir gefallen solche Düfte. Aber ich finde, wenn du solche Parfums, so alte Oldschool-Fougère-Düfte trägst, dann musst du erstens gut angezogen sein oder eben etwas älter sein, etwas reifer sein. Also ich sage jetzt mal so die Fraktion 50 Jahre aufwärts. Oder du bist wirklich schick angezogen mit einem Anzug, mit einer Krawatte oder mit einer Fliege oder sowas. Da kann man sagen, okay, da assoziiert man irgendwie den Duft mit diesem Bild. Oder eben, wenn es ein älterer Herr ist. Aber bei Jüngeren, und ich bin Mitte 30, sage ich mal, da wird es halt, ich habe hier gar nichts drauf, da wird es halt schwierig. Und guck mal, ich habe den nicht gesprüht und ich rieche trotzdem am Sprühkopf. Und ich habe den schon auch 2 Jahre oder so nicht getragen. Ich rieche am Sprühkopf immer noch, wie er riecht. Also das ist ein Monster und auch für 20 Euro oder so kriegst du den. Jacques Bogart One-Man-Show Gold Edition. Gibt ganz viele von denen, aber ich glaube, die Gold Edition war damals so die, wo von dem am meisten die Rede war. Dann kommen wir zu einem relativ bekannten Duft. Das ist der Jean-Paul Gaultier Essence de Parfum. Der wurde eingestellt, aber den gab es vor ein paar Jahren. Und das ist so, sag ich mal, diese Le Mal-DNA nur auf das nächste Level. Ein bisschen erwachsener, ein bisschen ja, qualitativ auch hochwertiger vom Duft her oder von den Ingredients, von den Inhaltsstoffen. Es riecht auf jeden Fall viel hochwertiger wie der normale Le Mal. Und der hat mir damals sehr gut gefallen. Ich habe den auch viel getragen, siehst du ja am Füllstand. Aber auch den habe ich locker schon 3 Jahre oder so nicht mehr getragen. Und ich weiß nicht warum. Irgendwas hier drin, es riecht zwar gut, aber irgendwas hier drin, eine Note, und das kann ich aber nicht rausfinden oder rauspicken, was das ist, irgendwelche Zusammensetzung oder irgendeine Note hier drin, die stört mich. Es ist einfach eine störende Note und daher, er riecht eigentlich sehr, sehr gut, aber ich trage ihn nicht mehr. Der nächste Orientale, und das ist auch ein Biest, nee, den sprühe ich nicht auf. Das reicht am Sprühkopf zu riechen. Den habe ich relativ viel getragen früher, also ich sag mal so, vor 4-5 Jahren, wo ich auch öfters vor Corona und so öfters mal weggegangen bin, auch noch in Clubs und sowas unterwegs war, da habe ich den viel getragen, denn es ist ein jugendlich riechender Duft und die Rede ist von Shura Pour Homme von Rasasi. Auch den kriegst du für 20 und manchmal unter 20 Euro bis 30 Euro, maximal 30 Euro, aber qualitativ ist das hier ein Bombenduft. Erstens, die Duft-DNA ist so ein bisschen jugendlich, so ein bisschen jung. Also du kannst den gut tragen, so zwischen 20 und 30 Jahre.
ein reiner Männerduft, meiner Meinung nach. Aber er hat so was Süßliches und Rauchiges. Und das ist auch zum Unterschied zu diesem Abiad Oud, dass der sehr eindimensional ist. Hier ist das Rauchige vielschichtiger, auch luftiger. Das ist eher wie ein Aquate, nur in rauchig, fruchtig. Aquatisch, rauchig, fruchtig. Schwer zu beschreiben, aber das ist ein Biest. Wenn du den aufträgst und du stehst auf einer Straßenseite und dein Kumpel steht auf der anderen Straßenseite, der wird dich riechen. Glaub mir, das ist so ein enorm monströser Duft von der Haltbarkeit, von der Silage, von der Stärke. Haltbarkeit 5 Tage, wenn du willst. Wirklich, wenn du den auf dem Festival aufträgst und das ganze Wochenende nicht duschen willst oder würdest, da würde, ja, mach 3, 4 Spritzer drauf, man würde das ganze Wochenende dich riechen. Also ein enormes Monster und auch echt ein schöner Duft eigentlich, aber auch da, mir fehlen die Anlässe, wo ich solche Kracher tragen könnte, weil ich gehe eigentlich nicht mehr in Clubs und daher würde ich bei normal Essen gehen, bei einem normalen Gespräch in einem Zimmer, in einem Raum, bei einem normalen Treffen, da würde das nur zu störenden Situationen führen und ja, dieser Duft würde einfach alles andere abtöten, was sonst noch rumfleucht, rumkreucht oder rumfliegt. Das ist wirklich Shura von Rasasi. Wenn du auf sowas stehst, teste den mal, wenn du den noch nicht kennst. Dann das nächste Biest ist von Montal, der Blue Amber. Und das ist ein wunderschöner Duft. Ein leicht pudriger Duft, ambrischer, also ambriger Duft. Sagt ja auch der Name Blue Amber und der passende Flakon, Montal Blue Amber. Ein schöner Duft, aber halt sehr pudrig und ich finde, das ist so ein reiner Outdoor-Duft. Denn innen drin, in Innenräumen, kann der auch viel zu viel sein. Manchmal vielleicht sogar zu Kopfweh führen, wenn man solche Düfte nicht gewohnt ist, solche starken. Und daher ist das ein reiner Outdoor-Duft. Ja, habe ihn aber auch schon ewig nicht mehr getragen, weil ich einfach andere Düfte gerne trage, beziehungsweise mehr in der Rotation habe. Aber es ist ein wundervoller Duft. Ich liebe die Duft-DNA hier drin. Die ist einfach mal auch ein bisschen so jugendlich und trotzdem erwachsen, süß und trotzdem sehr pudrig, rauchig. Also auch hier irgendwo so die Gegensätze ziehen sich hier an bei diesem Duft. Und es ist ein wunderschöner Duft. Wenn du den noch nicht kennst, Blue Amber, teste den mal. Könnte dir gefallen und performance-technisch auch für den Preis, du kriegst den für 120, 130 Euro, 100 Milliliter Performance-Monster, aber für die meisten Anlässe einfach zu stark und daher kommt er bei mir auch nicht mehr in Einsatz. Genauso wenig wie der Nikos Skulptur. Ich sag mal, vor 10, 12 Jahren, wo ich so begonnen habe, aktiv Parfums zu tragen. Früher habe ich halt die getragen, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe oder so. Aber wo ich mich so mehr mit diesem Hobby interessiert habe, mit dem Sammeln angefangen habe, da war natürlich, kam ich nicht um Nikos Skulptur drumherum. Und das ist ein schöner Duft. Verstehe mich nicht falsch. Und ich habe den auch viel getragen, jetzt schon jahrelang nicht mehr. Weiß auch nicht, ich glaube, der hat sich hier auf jeden Fall auch verändert, weil der riecht so ein bisschen, hier was Strenges raus. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass das einfach nicht mehr mein Geschmack ist. Das ist, er riecht gut, aber es ist schon ein sehr synthetischer Duft. Gar nicht so eindimensional. Also der ist, finde ich, von der Komplexität her, also er hat so mehrere Facetten, sage ich mal. Finde ich ihn ganz vielschichtig, ganz schön. Aber der Nikos Skulptur Om, der normale, weil da gibt es ja auch 2, 3 andere davon, ja, irgendwie kommt er einfach nicht mehr zum Einsatz, weil ich viele, viele, viele andere Alternativen habe. Aber für einen Signature-Duft für jemand Junges, ich sag mal so ab 15, kann man den gut tragen. 15, 16, wenn du ein Jugendlicher bist, wenn du gut riechen willst, wenig bezahlen willst, Nikos Skulptur. Klar, in der Drogerie kostet er vielleicht 30 Euro oder so, aber guck mal im Internet, kriegst du den schon für 15 bis 20 Euro. Nikos Skulptur, schöner Duft, ich trage ihn allerdings nicht mehr. Dann kommen wir zu einem Duft, der eigentlich auch gut riecht und der auch eigentlich mein Geschmack ist. Aber irgendwas
widersteht mir hier drin. Das ist der Tigger Dark, The Dark Side. Eau de Parfum Konzentration, Tigger Number One. Man sieht es auch am Füllstand. Ich habe den auch schon 3 Jahre oder so und ich habe den aber nicht so viel getragen. Es ist ein Lederduft, der auch irgendwie dunkel sein möchte, sage ich jetzt mal, aber es irgendwie nicht so ist, weil es ist Leder und das riecht man hier auch und das Leder riecht eigentlich ganz schön, aber schön, aber es riecht eher wie so ein, ich möchte jetzt aber auch nicht abfällen klingen, aber es riecht wie Leder, aber es riecht eher wie so eine Kunstledertasche. Also es ist nicht so ein, es ist erstens nicht so ein voll auf die 12 Leder, es ist eher ein samteres Leder und ich finde, es fehlt halt so diese Uniqueness und diese, ich rieche an echtem Leder. Das fehlt mir hier drin und hier soll ja auch, der soll ja irgendwie Assoziationen wecken zu Marihuana oder sowas und das bekomme ich hier gar nicht, denn jeder, der mal originales Marihuana gerochen hat und nein, ich rauche selber keinen, ich habe mit 16 das letzte Mal einen Joint geraucht und das ist einfach nichts für mich. Ich habe vielleicht 3-mal an einem Joint gezogen, mir war so kotzübel, da kann ich auch Geschichten erzählen. Damals bei meinem Kumpel im Wohnzimmer, oh, egal. Auf jeden Fall, ich kann das, ja, der Geruch finde ich eigentlich gar nicht schlecht, aber ich kann mit Drogen allgemein nichts anfangen. Irgendwas hier drin, irgendwas Grünes, das stört mich hier drin. Hier ist so ein Duft, der riecht echt nicht schlecht und der kommt ja so bei der Community auch gar nicht schlecht an, weil für den Preis, ich glaube 70, 80 Euro oder sowas für die 50 Milliliter, kriegt man hier eine ganz gute Qualität, aber mir gefällt eher, wenn ich Leder riechen oder ja, Leder möchte ich einfach so ein echteres Leder, so ein originaleres Leder und dieses Grünliche hier drin erinnert mich nicht an Marihuana-Geruch, sondern ist irgendwas Störendes. Ich weiß nicht, was es ist, aber deswegen trage ich ihn nicht mehr. Tigger, The Dark Side, aber kein schlechter Duft. Wenn man auf etwas dunklere Düfte steht, die gar nicht so dunkel sind. Irgendwas Pfeffriges kriege ich hier auch raus. Würziges. Also nicht schlecht, aber irgendwas widersteht mir hier. Dann haben wir noch 2. Das ist hier, ich habe nur den Dupe und nicht das Original. Und zwar von Al-Haramein L'Aventure Night. Das ist so, der geht in die Green Irish Tweed Richtung von Creed. Ist aber kein direkter Klon, denn er hat so ein bisschen einen Twist. Wie soll ich das sagen? Wenn man so riecht und auch nach dem Aufsprühen, kriegt man sofort, okay, das ist ein Dupe von Green Irish Tweed. Aber irgendwas macht er hier anders. Es riecht gut, es riecht frisch, es riecht frisch rasiert, frisch gewaschen. Aber auch hier, ich finde, das ist so ein Duft, wie auch das Original von Creed, ein Duft eher für 50, 60-jährige Herrschaften. Es ist auch meiner Meinung nach ein reiner Männerduft. Und ja, ich wüsste auch da nicht, wann ich den tragen wollen würde, beziehungsweise wenn ich den Duft trage, fühle ich mich einfach alt. Ich finde, ich rieche nach einem älteren Herrn. Zwar einen gut riechenden Herrn, aber einen älteren Herrn. Und deshalb trage ich den nicht mehr, weil der in mir so Assoziationen von einem alten, bärtigeren, grauhaarigen Herren. Ja, das ist das. Ja, dieses Bild bekomme ich in meinem Kopf, wenn ich Green Irish Tweed oder irgendwas, was in die Richtung geht, rieche. Und der letzte wird viele überraschen, weil das ein sehr gehypter Duft ist und ein sehr, sehr beliebter Duft ist, der auch eingestellt wurde, den es nicht mehr gibt. Ich habe auch den Bruder davon, nämlich den Pure Havan, und zwar Thierry Mugler's Amen Pure Malt. Und hier soll ja so diese alkoholische Note im Vordergrund sein und das ist sie auch. Und beim Pure Havan, den ich sehr, sehr, sehr gerne getragen habe und ich habe noch so ein ganz kleines bisschen drin, aber der eingestellt ist, sprühe ich den nicht auf. Trage ich nämlich auch nicht, aber ich würde ihn gern tragen, weil ich die Duft-DNA liebe.
Obwohl der Kilian Smoking Hot, der neue, so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Da will ich auch noch einen Test drüber machen. Aber der hier, man sieht es am Füllstand. Der ist fast voll. Weil ich habe diesen Duft von Anfang an. Am Anfang habe ich ihm ein paar Chancen gegeben. Irgendwas auch hier widersteht mir. Diese alkoholische Note. Man riecht gleich diesen Amen-DNA, den sich alle Amen teilen. Dieses süßliche, zuckrige, auch so ein bisschen Tonkabohne. Aber dann ist hier diese alkoholische Note drin. Dieses Malzige. Und das ist das Problem. Ich mag zum Beispiel, ich trinke kein Bier, weil ich Bier nicht mag. Das ist mir zu bitter, zu malzig. Und nicht, dass das hier jetzt nach Bier riecht, aber es hat irgend so dieses Alkoholische, entspricht nicht dem, was ich gern riechen oder trinken würde. Also nicht so Rum-Whisky-Note. Es geht schon eher in so eine Whisky-Note, aber eben kein Whisky, der mir gefällt. Und das ist das Problem. Es ist sehr süß, auch synthetisch süß, muss man zugeben. Und riecht halt nach diesem alkoholisch-süßlichem Gemisch, Gebräu, sage ich mal. Aber dieses Gebräu, das ist einfach nicht mein Geschmack. Und daher ist der Flakon auch fast voll. Ich sag mal, vielleicht von den 100 Milliliter fehlen vielleicht 20. Weil ich ihn einfach so, so selten getragen habe. Und das auch nur vor ein paar Jahren, als ich mir den Flakon gekauft habe. Aber irgendwie, ja, das weiß ich noch, den habe ich damals in Stuttgart in Bräuninge gekauft. Und damals hat er mir auch sehr gut gefallen. Aber irgendwie, ja, gibt er mir nichts, beziehungsweise irgendwas da drin stört mich auch an diesem alkoholischen Geruch. Und das waren meine 11 Top-Düfte, die ich einfach nicht mehr trage, aus den verschiedensten Gründen. Verrat du mir gerne mal, welche deine Düfte sind oder ob du überhaupt Düfte hast, die du auch gar nicht mehr trägst. Wenn ja, welche sind das? Schreib mir das gerne in die Kommentare und gib mir auch gerne einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.